Ahoi Freunde, Weihnachtsstehen vor der Tür und einige Leute da draußen werden sich jetzt fragen, Mensch, was soll ich mir jetzt nur für eine Kamera kaufen? Es gibt ja so viele, es ist irgendwie sehr, sehr durcheinander. Aber keine Sorge, Dr. David wird euch helfen, gleich nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Eines sollte auf jeden Fall klar sein, es gibt keine eierlegende Wollmilchsau bei den Kameras. Ihr müsst euch Gedanken machen, ihr müsst vorher wissen, was ihr mit der Kamera eigentlich vorhabt. Ich werde euch in diesem Video keine Kamera nennen und sagen, hey, das ist die Kamera, die wirklich alles kann. Ihr müsst selber entscheiden, wo ihr Abstriche machen könnt und wo eher nicht. Aber keine Sorge, ich werde euch hoch und heilig versprechen, dass ihr am Ende des Videos besser entscheiden könnt, welche Kamera es werden soll und welche eher nicht. Ach, das sagt er doch nur so, er möchte nur, dass wir bis zum Ende schauen. Ja, das stimmt wohl. Aber trotzdem werde ich euch ein paar Tipps geben und ihr werdet euch definitiv besser entscheiden können. Als erstes sollte man sich ein paar Fragen stellen. Was hat man eigentlich mit der Kamera vor? Möchte man eher Hunde fotografieren, Kinder, vielleicht ein paar Sportaufnahmen machen oder vielleicht unauffällig Streetfotografie betreiben, Landschaften, Architektur oder vielleicht doch Menschen im Studio? Das sollte auf jeden Fall vorher klar sein. Und wenn ihr das wisst, seid ihr schon einen großen Schritt weiter, denn die Kameras haben sich auf bestimmte Gebiete spezialisiert und ich bin mir sicher, ihr werdet eine Kamera finden. Kommen wir zur ersten Disziplin. Wie wichtig ist euch eigentlich die Megapixelanzahl? Eines sollte klar sein, die Megapixelanzahl gibt schon lange nicht mehr die Bildqualität einer Kamera an. Selbst die EOS 60D mit 18 Megapixel, die aus dem Jahre 2010 ist, macht selbst heute noch richtig gute Bilder im Vergleich mit einer Einsteigerkamera, die 24 Megapixel hat. Man muss aber auch sagen, bei schlechten Lichtverhältnissen sind die neuen Sensoren deutlich besser als die älteren Sensoren. Hier empfehle ich euch ganz besonders die gehobene Mittelklasse aus älteren Generationen wie die EOS 60D mit 18 Megapixel und die Nikon D7000 mit 16 Megapixel. Das sind gute Allround-Kameras, mit denen ihr eigentlich nichts falsch macht, außer wenn ihr bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren müsst ohne Blitz. Aber sonst sind die Kameras richtig, richtig gut. Diese Kameras haben auch einen weiteren Vorteil. Ihr bekommt für wenig Geld eine gehobene Mittelklasse-Kamera, ist zwar aus der älteren Generation, aber sollte euch nicht weiter stören. Ihr habt dadurch eine viel bessere Akkulaufzeit, ihr habt ein Schulterdisplay und ihr bekommt Profi-Einstellungen, die ihr sonst eigentlich nicht habt. Ihr müsst lediglich auf Schnickschnack-Funktionen wie WLAN und Touchdisplay verzichten. Seid ihr anderer Meinung? Dann ab damit in die Kommentare. Würde mich mega interessieren, welche Kamera ihr empfehlen würdet. Und was haltet ihr eigentlich gerade von dem Megapixel-Wahnsinn von Canon? 50 Megapixel, eieieiei, finde ich ein bisschen zu viel. Für den Produktfotografen vielleicht sinnvoll, aber naja, ich weiß nicht. Sag mal meiner, jetzt gibt's ja Fotoapparate, die können Videos aufnehmen. So ein Quatsch! Jetzt rennen sie alle rum wieder angestochen und machen ja solche Flocks oder wie das heißt. Jetzt will ich mir eine Zigarette anzünden, hab noch nicht mal eine Zigarette. Das gab es früher alles nicht. Nichtsdestotrotz sind Kameras mit Videofunktionen richtig beliebt und wenn man jetzt Videos drehen möchte, kann ich euch wirklich die Samsung NX500 empfehlen, denn die kann als erste DSLM 4K flüssig aufzeichnen. Das ist auf jeden Fall für Vlogs, für Familienaufnahmen richtig gut geeignet. Wer aber die volle Kontrolle über das Film haben möchte, kommt um eine Canon mit der erweiterten Software Magic Blender nicht herum. Okay, in dieser Preisklasse könnt ihr zwar nur Full HD aufzeichnen, dennoch macht die Software Sinn, denn ihr könnt wirklich zahlreiche Funktionen einstellen, die euch das Film erleichtern. Was ich an der erweiterten Firmware Magic Blender schätze, ist, dass ich eine Funktion habe, um das Video mit dieser Fernbedienung zu starten oder zu stoppen. Somit muss ich halt nicht aufstehen. Und wenn ich die Funktion nicht hätte, müsste ich ganz weit nach hinten laufen, ganz, ganz weit. Und dann würde ich wirklich ewig brauchen, um ein Video aufzuzeichnen. Und somit drücke ich dann halt einfach hier drauf und schon ist das Video beendet. Würde diese Kamera hier, mein Schatz, mein Ein und Alles, die EOS 60D den Geist aufgeben, dann würde ich zur EOS 650D greifen, weil sie hat ein Touch-Display, sie hat ein schwenkbares Display und sie unterstützt die ganz neuen STM-Objektive, um halt flüssig und leise zu zoomen. Okay, man könnte jetzt sagen, warum nimmst du jetzt nicht die 700D oder die 750D, die ist doch viel besser. Naja, Magic Lantern wird dann noch nicht unterstützt und deswegen müssen wir alle noch ein bisschen warten. Damals im Krieche, 1945 war das, da hat Canon die Bauerschott G1 rausgebracht mit 3,3 Megapixel und mit Schwenkdisplay. Ach, das war 2001, war trotzdem damals. Okay, na wie dem auch sei. 10 Jahre später hat dann Canon das gleiche Prinzip in eine Spiegelreflex integriert und ich finde, die haben das richtig gut umgesetzt. Sony und Nikon haben zwar das Prinzip übernommen, aber ich finde es nicht ganz so gelungen. Ehrlich gesagt frage ich mich heute immer noch,
warum Sony bei seinen ersten Kameras ein Schwenkdisplay integriert, was man nicht zur Seite aufklappen kann. Man konnte es nur nach unten klappen, aber wenn man die Kamera auf ein Stativ packt, dann geht es nicht mehr so ganz und zur Seite geht es auch gleich gar nicht und man sieht sich dann einfach selber nicht. Ich finde das irgendwie ungünstig gelöst. Wobei aber Nikon und Sony langsam hinter dem Erfolgsrezept dahinter kommen und es mittlerweile recht gut umsetzen. Letztendlich müsst ihr nur darauf achten, ob ihr eine Achse braucht oder zwei Achsen, denn Sony setzt manchmal nur auf eine Achse und dann könnt ihr das Display nicht mehr zur Seite klappen, nur nach oben und nach unten, was ich nicht ganz so toll finde. Die Nikon D5500, die Canon EOS 760D und die EOS 750D setzen auf ein 2-Achsen-Schwenkdisplay und auf Touch-Funktion und sind daher viel besser geeignet. Mal ganz kurz zur Info, ich habe die ganzen Kameras unten in die Infobox reingetan, falls ihr nochmal genauer drüber schauen wollt. Seid ihr viel unterwegs, braucht ihr vielleicht eine leichte und kompakte Kamera? Dann kann ich euch die Systemkameras von Canon empfehlen. Ach, immer diese Werbung hier, natürlich nicht von Canon. Gerade die modernen Systemkameras überzeugen nicht nur mit der Bildqualität, sondern sind auch sehr leicht und kompakt. Leider muss man auch hier wieder Abstriche machen, und zwar bei der Akkulaufzeit, denn die ist nämlich ziemlich und bei der Objektivwahl und die Preise, denn die sind hoch 2. Wer aber vorzugsweise Sportaufnahmen macht, Tiere und Kinder fotografiert, vielleicht auch eine gute Around-Kamera sucht und am besten sich noch einen zweiten Akku dazu kauft, der sollte eigentlich damit keine Probleme haben. Einen guten Kompromiss macht man mit der Sony Alpha 6000 und das wird mir wahrscheinlich auch der Stefan Wiesner sagen, dem letztens die Kamera in den Bach gefallen ist, aber sie funktioniert noch, das ist das Coole. Und was ich noch dazu sagen möchte, die Objektivauswahl ist okay. Die Objektive sind richtig gut und da kriegt man wirklich für seinen Preis eine ordentliche Qualität. Laut aktuellen Berichten wird sich Samsung leider aus dem Kamerageschäft zurückziehen. Ich finde es schade, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie wichtig ist euch eigentlich die Bildqualität und das Rauschverhalten der Kamera? Letztendlich sind ja alle neueren Kameras auf sehr gutem Niveau, wo man nicht wirklich meckern kann. Wer aber richtig gute Bildqualität haben möchte, wird definitiv bei Sony und bei Samsung finden. So hätte ich wahrscheinlich vor 3 Jahren gelacht, wenn ich das gehört hätte. Aber das ist die Wahrheit. Wer gern bei schlechten Lichtverhältnissen fotografiert oder unscheinbar in der Street-Fotografie eintauchen möchte oder vielleicht ein paar Reportageaufnahmen machen möchte, der sollte sich auf jeden Fall die Sony Alpha 6000 genauer anschauen. Die Samsung NX500 ist zwar beim Rauschverhalten nicht ganz so gut, hat aber einen entscheidenden Vorteil, die Akkulaufzeit ist deutlich besser und ihr könnt sogar mit den Schwenkdisplays Selfies machen. Und wenn ihr sogar eine Selfie-Stange habt, müsst ihr unbedingt zu Walt Disneyland gehen, denn dort werdet ihr sofort wieder rausgeschmissen, denn Selfie-Stangen sind nämlich neuerdings verboten. Nein, ich möchte natürlich nicht, dass du meine Bibel fotografierst, du klaust sie nur. Denn Räuber rauben und räuberisch rauben sie. Merkt ihr das? Ah, nein, ich möchte natürlich nicht deine Bibel fotografieren, ich möchte sie auch nicht klauen. Ich rede von People-Fotografie. Menschen, nicht Bücher. Denn bei der People-Fotografie ist nämlich die Vielfalt der Objektive wichtig, die Bildqualität natürlich auch und wenn ihr ganz viele Aufträge habt, natürlich auch die Akkulaufzeit. Wobei jetzt eine kleinere Kamera mit Batteriegriff völlig ausreicht. Hier sollte man viel mehr auf die Qualität der Objektive schauen. Hier kann ich euch die Canon EOS 1200D mit dem Objektiv 17-85mm empfehlen. Alternativ geht natürlich auch die Nikon D3300 mit dem Objektiv 18-105mm. Der Vorteil von dieser Variante ist, die günstige Kamera könnt ihr später durch eine höherwertige Kamera eintauschen und die guten Objektive könnt ihr weiterhin verwenden. Guten Tag, mein Name ist Monsieur Croyon. Ich möchte eine Mittelformat Kamera kaufen, ich habe nämlich im Lotto gewonnen. Sehr gern, das macht dann 25.000 Euro. Okay, ich hole mir doch ein Auto. Ganz ehrlich, in dieser Preisklasse braucht ihr euch gar nicht zu bewegen. Mittelformat, Vollformat sind sauteuer und gerade die Objektive können richtig teuer werden. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch mit diesem Video etwas helfen, eure Kamera zu finden. Und falls nicht, dann gebt trotzdem einen Daumen nach oben. Hm? Und lasst mich vielleicht in die Kommentare wissen, dann kann ich euch vielleicht so irgendwie helfen. Und wenn ihr jetzt noch was von mir sehen wollt, dann schaut einfach mal hier in den Kanal herum. Vielleicht findet ihr noch das ein oder andere Video. Ich bin mir sicher, da gibt es bestimmt noch ein tolles Video, was euch gefallen wird. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.